Jakey Jake. Du schreist zu laut, sonst hätte ich dich nicht wiedergefunden. Ja, das Problem ist, mein Evil Within. Dwight! Dwight! Tag, ihr Pansen! Willkommen zurück zu einer neuen Killerrunde Dead by Daylight. Dieses Mal als Michael Myers. Ja, der gute Michael, bekannt aus Halloween. Der König der Stalker. Der berüchtigste Ex-Boyfriend ever. Seine Fähigkeit ist das Stalken. Das heißt, wir stehen hier im Schatten und beobachten die Survivor aus der Nähe. Und dann saugen wir ihnen langsam ihr Böses ab und betanken damit unser eigenes Böses. Schön leer machen, jawohl. Und dann schleichen wir uns, solange unser Terrorradius noch ganz klein ist, heran und pieksen den kleinen Dwight mit unserem Messerchen. Leider sind wir aber ziemlich langsam auf Stufe 1, deswegen habe ich schnell mal auf Stufe 2 umgeschaltet. Und jetzt sind wir so schnell wie ein normaler Killer. Und das heißt für unseren guten Dwight hier, nie wieder Pizza ausfahren. Und da hinten ist noch ein Jake. Den Jake werden wir uns auch noch greifen. Aber erstmal machen wir Dwight Schnitzel. Schnitzel XXL. Nom nom, Dwighty. Stalky, Stalky. Ja, yeah. Und ich habe das Add-on, dass ich ihn auch weiterhin sehen kann. Wenn ich ihn gestalkt habe. Zumindest für 3 Sekunden. Oh ja, yeah. Und jetzt ernten wir noch ein bisschen Blattlast und ein paar Punkte. Und diese leckere Palette für 300 Punkte. Niam, niam, niam. Naja, 100. Okay. Mist. Was haben wir? Wir haben die Abfahrt verpasst. Achso, da liegt er ja. Ich dachte schon, der hätte sich in der Zwischenzeit geheilt. Gut, durch dieses ganze Hin und Her mit Dwight hier haben wir jetzt einen Generator verloren. Und wir müssen uns mächtig umgucken, wo ist denn der nächste Haken? Die sind nämlich ganz schön weit auseinander. Eventuell kriegen wir den da gar nicht hingeschleppt. So, 2 Generatoren verloren. Ja, die sind nämlich schlau. Wir machen hier einfach Generator rasch. So, ran hier. Und wisst ihr was? Ich habe wieder ein Riesenglück gehabt. Nämlich der Dwight hier. Der ist meine Obsession. Und die Obsession, die erlaubt mir ein paar ganz besondere Sachen. Und zwar, wenn ich den zuerst umbringe, und das ist mein Ziel, dann erleiden alle anderen Survivor. Survivor war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Mali. Und zwar 19% auf so ziemlich alles. Das wollen wir. Wir wollen eigentlich, dass sie ihn da jetzt runterholen, damit wir ihn gleich wieder plattschnetzeln können. Plattklopfen wie ein Schnitzel. Gucki da. Wen haben wir denn da? Das ist ja die Nia. Und wir sind auf Evil Within 3 gesprungen. Das heißt, ab jetzt sollten wir keine Zeit mit Paletten verschwenden. Denn Evil Within 3 erlaubt uns, diese Nier hier mit einem Schlag platt zu machen. Und das wollen wir. Ich hätte mir das besser aufsparen sollen. So kurz vorher, wenn man direkt hinter ihr ist. Zack, einmal Evil Within 3 und mit dem Messer nachhauen. Dann gehen wir um den Hügel einfach drum herum. Sparen wir uns Zeit. Na, schaffen wir das noch? Die Strecke kenne ich. Zack! Abgemessert! So. Nia. Guck mal, ihr habt mir den Haken wieder freigemacht. Das finde ich total lieb von euch. Der ist auch schon vorgewärmt, ein bisschen vorgeglitscht. Können wir dich direkt dranhängen. Gut. Aber wir dürfen uns hier nicht länger mit Kropfzeug aufhalten. Wir brauchen Dwight. Oh, Dwight. Oh, Dwighty. Dwighty, Dwight. Hallo. Na, wenn das mal nicht ein kleines, süßes Überlebenden-Schnitzel ist. YOLO-Safen? Ganz schlechte Idee. Doppel-Evil für Lars. Doppel-Evil für Lars. Danke, Jake. Das habe ich gesehen. Gibt Punkte, nehme ich mit. Aber wir wollen Jake.
Eigentlich wollen wir Dwight, aber wir nehmen Jack. Und wo wir schon dabei sind, weil ich glaube, die Nia ist noch nicht weggelaufen. Nein, die liegt hier noch. Zack, die hängen wir gleich mal auf. Merken uns einigermaßen, wo wir den guten Jake gelassen haben. Ich glaube, mein Obsessionsspiel wird heute nichts. Aber damit kann ich leben. Wo habe ich dich denn gerade umgemessert? Jakey Jake. Du schreist zu laut, sonst hätte ich dich nicht wiedergefunden. Ja, das Problem ist, mein Evil Within... Dwight! Dwight! Dwight, 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 Dwight! Noch habe ich Evil. Komm, 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 komm. Komm zu Michael. Nein, nein! Nein! Oh, du kleiner Bastard! Oh. Oh, Dwight. Oh, dafür wirst du bezahlen. Dafür wirst du bezahlen. Hm? Hab ich dich heulen gehört? Ich habe meinen Jake verloren. Ich habe meine Nia verloren. So, und dieses Mal weiß mir auf. Zack! So funktioniert das nämlich. Auf 99% hochgestalkt. Und wie eine geladene Pistole vorbereitet und entsichert. Guck mal, die Claw, die hatten wir noch nicht. Dann hatten wir jetzt jeden einmal, ne? Jeden einmal. Wunderschön. Dann können wir hier den Generator ein bisschen treten. Fußtätscheln nenne ich das. Zack. Und dann hätte ich mir gern so ein Dwight jetzt. Hätte ich mir gern. Das wäre so ein Vergnügen. So ein kleines Dwight-Schnitzel. Guck, da haben sie wieder befreit. Aber ich muss auch mal ein bisschen auf meine Generatoren achten. Ich kann die da nicht zu sehr machen lassen. Also, die sind ja aber Gott sei Dank alle so ein bisschen auf einen Haufen verteilt. Das lässt sich relativ gut verteidigen. Evil Within 3. Noch für ein paar Sekündchen. Dwighty! Hallo, Dwighty! Oh ja. Oh ja. Du mit deiner Funzel, ne? Mm, ach klar, dasselbe Spiel nochmal. Alles klar, alles klar. Dieses Mal... aber nicht, mein Freund. Es hat sich ausgefunzelt. Das Dwight ist aus. Kannst du zappeln, so viel du willst. Du hast Boilover, du Sau. Oh, ein bisschen krass, diese Zappelei ist ja fies. So, dich hatten wir jetzt schon einmal. Leider darfst du da noch ein bisschen hängen. Leider, leider. Ich glaube, die sind hier irgendwo in der Nähe. Denke ich mal. Gut, ich darf ja leider nicht. Das ist ja ungeziemlich zu campen. Ach, da hinten wird abgelenkt. Gut, gut. Da wird mit Absicht sehr viel Lärm gemacht gerade. Siehst du wohl. Und jetzt können wir uns wieder ein Dwight-Schnitzel kloppen. Ah. Da haben sie mir eins meiner Totems weggespratzelt. Und zwar... welches? Ist es Dying Light? Man weiß es nicht so richtig. Man weiß es nicht so richtig. Aber dieser Dwight ist Geschichte. Es ist ein Ex-Dwight. Stone fucking dead Dwight. Bist du da? So. Kann man mir da jetzt Tunneln nachsagen? Bestimmt irgendjemand wird es tun. Irgendwas ist ja immer. Wir kontrollieren hier nochmal unsere drei Generatoren, die wir noch über haben. Das wird richtig schwer für euch, Leute. Richtig, richtig schwer für euch. Ihr seid jetzt nur noch zu dritt. Jeder von euch hing schon einmal. Und zack. Okay. Da habe ich sie ein bisschen lange machen lassen.
Den habt ihr auch gesehen da hinten, ne? Die Claudette. Gleich mal hinterher juckeln. Claudette. Oh, da. Das mag ich ja. Die lenkt mich jetzt ab, damit die anderen... Auch hier ist die Luke. Damit die anderen brav den letzten Generator machen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Diese Claudette muss jetzt umgenascht werden. Und zwar fix. Aber schön, sie führt mich direkt wieder zu meinen Generatoren. So kann ich... Hier ist ja auch noch einer. Kann ich hübsch alles miteinander verbinden. Claudettes kleinschnitzeln und Generatoren patrouillieren. Feini, feini. So. Müssen wir jetzt schnell aufhängen. Wir haben ja noch was zu tun. Da oben. Da oben ist ein Haken. Den nehmen wir. Hier ist nämlich auch noch so ein Generator. Den habe ich irgendwie die ganze Zeit über nicht gesehen. Nein! Den haben wir ja gerade kaputt gemacht mit Dwight. Ach, verdammt! Und der da hinten? Der geht noch. Aber da kommen wir nicht mehr hin. Ah! Oder wie Michael sagen würde... Uff. Okay, im Zielen. Zack. So, jetzt aber. Schaffen wir das denn? Müssen wir ja, ne? Müssen wir ja. So. Die haben nämlich hier gleich den letzten Generator weggeschnitzelt. Und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich wirklich, wirklich ein... Fuck. Habe ich ein Problem. Aber jetzt brauche ich kein Evil Within mehr. Ich habe nämlich jetzt Noad am Laufen. Das heißt, wir suchen uns jetzt... Die süßen kleinen Schnitzelchen klopfen da drauf und dann fallen die nach dem ersten Schlag. Und dann können wir nur hoffen, dass das hier noch was wird. Wowsen. Ah, da sind sie. Beide. Sie haben auch nicht vor, Claudette zu retten. So mag ich meine Überlebenden. Skrupellos und dumm. Ich will Jake. Ich will mein... Jake! Hey, ich hab doch Noad! Ah, oh, stimmt, aber noch nicht Noad Stufe 3. Das kommt ja erst im neuen Update. Habe ich nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Sowas Dummes. Das heißt, die andere wird uns jetzt entkommen oder sie rettet die Claudette und erkauft mir damit Zeit. Wir gehen ins Basement, mein Freund. Yep, nein, sie ist abgehauen. Das heißt, Claudette geht den Weg allen Lebenden. Und Jake auch. Und damit habe ich einen... Ups, einen Dreier-Kill erspielt. Das finde ich super. Oder hast du etwa diesen lustigen Francis-Perk, dass du jetzt vom Haken hüpfst? Hm? Die Luke ist offen. Tragisch, tragisch. Das wird wohl nichts mehr. Warum endet das Spiel nicht? Ah. Ruthless Killer. Wow, das war spannend. Das war spannend. Schade, dass ich nicht mehr alle gekriegt habe. Aber da haben sie nachher richtig schön noch die Generatoren gerusht. Genau das Richtige. Dieser Michael, der macht ja wirklich Spaß. Ich glaube, den kann man öfter mal spielen. Da werde ich ein paar Punkte reinballern. Und mal gucken, was dabei so rumkommt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, ihr Panzen. Tschö, tschö. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen, also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal, reingehauen!